Das total verrückte Lexikonraten. Wir haben also, bevor die Show losging, haben wir im Publikum vollkommen unverständliche Begriffe verteilt und die Leute sollten sich ausdenken, wie das klingen könnte, wenn man diesen Begriff im Lexikon erklärt bekommt. Und ihr müsst jetzt rausfinden, welches von den drei Erklärungen, die ihr jetzt gleich kriegt, die echte Lexikon-Definition ist und was irgendwelcher Blödsinn ist, was sich das Publikum ausgedacht hat. Und dazu bitte ich auf die Bühne unsere drei Experten, Luisa, Daniel und Ruben. Bitte sehr. Luisa, Kultur, Ruben, Naturwissenschaften, Daniel, Geschichte. Schaut mal, was da jetzt rauskommt. Bitte sehr. Das erste Wort ist Uvula. Was ist Uvula? Experte A, der Geschichtsprofessor. Uvula ist eine altgriechische Luststätte, also ein Vorläufer des Bordells. Vorläufer des Bordells. B, was sagt der Naturwissenschaftler? Uvula ist ein mithilfe des Gaumenzäpfchens gebildeter Laut. Und C, die Kulturwissenschaftlerin? Ich sage, Uvula ist eine indische Gedichtsform, die die Geschichte hinduistischer Gottheiten erzählt. Und was sagt ihr? Auf null geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Bitte sehr. A, C. Das heißt, ihr seid beide falsch. Wir sind beide falsch. Wahnsinn. Ich dachte, hat so gefallen mit der indischen Gottheit. Fand es so schön. War ja auch alles sehr plausibel. Sehr gut. So, nächster Begriff. Was ist ein Oktroi? Experte Nummer A. Oktroi bezeichnete ursprünglich eine Genehmigung zur Eindeichung in Nordfriesland. B. Oktroi ist der Fachbegriff für das vom Tintenfisch ausgeschiedene Sekret. Und C. Oktroi ist die Weiterentwicklung des Wasser-Pokémons Quadroi. Das Pokémon Quadroi. Okay, was von dem stimmt? 5, 4, 3, 2, 1. Bitte sehr. Du sagst B, du sagst A ist richtig. Es ist die Genehmigung zur Eindeichung, was immer das heißen mag. Ihr Ostfriesen seid komisch und du kriegst einen Doktorhut verliehen. Ah ja, und da kommt gleich noch die Erklärung. Oktroyieren, das ist natürlich, wenn man schlau ist, dann hat man natürlich einen Vorteil. Ich dachte, wenn das irgendwie Norwegisch, was war das? Nordfriesisch. Ach, Nordfriesisch, oh. Ja. Ich habe immer an Skandinavien gedacht und dachte, gut, dann ist das ja bestimmt falsch geschrieben, weil dann müsste da so ein Strich durch. Wenn man zu schlau ist, ist es auch wieder schwierig. So, nächster Begriff, Blastula. Der, die oder das Blastula. Experte A. Blastula bezeichnet ein altes niederländisches Blashorn, das auf Tulpenfeldern zum Vertreiben der Vögel eingesetzt wurde. Okay, B. Blastula ist ein Bläschenkeim im frühen Entwicklungsstadium der vielzelligen Tiere, bei dem die Feuchungszellen eine Blase bilden. Und C. Blastula ist eine traditionelle altgermanische Musikform. Dazu wurde der gleichnamige Blastula-Tanz getanzt. Was von denen stimmt? 5, 4, 3, 2, 1. Bitte? Die Bläschenkeime, ihr habt beide recht. Es war doch zu einfach jetzt am Schluss. Und du auch. Und wenn man jetzt mal ganz genau nachzählt, dafür habe ich 10 Jahre Mathematik studiert, um festzustellen, der Gewinner ist Konstantin Wecker. Bitte sehr. Vielen Dank für die Begriffe, vielen Dank, die tollen Rater und vielen Dank natürlich an unsere drei Experten. Dankeschön. Bitte sehr.